Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Türchen, nämlich Adventskalender-Türchen Nummer 10. Und damit willkommen zum nächsten Spiel, das von Ware entwickelt worden ist. Und dieses Spiel ist bei unserem Falle Diddy Kong Racing. Ja, Diddy Kong Racing sollte eigentlich der Konkurrent werden von Mario Kart. Man hatte sich vieles ausgedacht, viele Charaktere ausgedacht, aber irgendwie so wirklich, ja, hat das nicht so ganz funktioniert. Kaum ein Charakter hat ein eigenes Spiel bekommen. Am Anfang war eigentlich sogar geplant, dass alle Charaktere ein eigenes Spiel kriegen werden. Ja, Banjo, Konka und Diddy Kong haben es auch hingekriegt. Bei den anderen, ja, wartet man, glaube ich, bis heute noch auf ein Spiel. Aber ich würde mal sagen, ist kaum wirklich der Kopf. Von daher, Diddy Kong Racing, der einzige Race-Ableger von Ware. Ich habe auch einen Charakter schon freigeschaltet, also normalerweise ist es Basic tendenziell, dass nur die anderen 8 dabei sind, also das Hühnchen hier in der Hinsicht nicht, das kann man hier freischalten, das habe ich freigeschaltet. Dann gibt es noch eine Uhr, die kann man auch freischalten, die habe ich damals als Kiddy nicht freigeschaltet. So, natürlich ist es das so, dass man hier auch mal wieder so ein Speichermedium hat, ne? So von wegen hier, lade mal das auf der Memory Card, mein Freund. Memory Card, ja, gab sowas auch schon bei N64 Zeiten. Ich glaube, das war einer der ersten Spiele, die das hatten. Was wir als Let's Play machen würden? Wir würden als Let's Play den Abenteuermodus spielen und das Rennen würde dann dementsprechend der Fall sein für sowas wie spielt gegen zum Beispiel Fancy Flo, spielt gegen Flui, wie auch immer, ne? Man weiß ja nicht. So, tendenziell ist das so, dass wir, ja, den Abenteuermodus spielen werden und ich zeige euch hier jetzt im Endeffekt in jeder Welt ein Rennen. Es gibt insgesamt 5 Welten, unter anderem Dino Land gibt es, das Surbit Island, warum auch immer, dass man das nicht irgendwie auf Deutsch übersetzt hat. Alles andere hat man auf Deutsch übersetzt. Schneeberg, Drachenwald und Übermorgenland. Natürlich gibt es auch im Story-Modus natürlich die klassischen Rennen und auch den schwierigen Modus, die Trophy Race. Inklusive kleines Bonus-Minispiel. Dieses Bonus-Minispiel war wirklich tatsächlich mal eine Überlegung meinerseits, dass man das eventuell mal machen könnte gegen einige andere, die hier mal vorbeischauen. Hab mich dann immer doch irgendwie kurzfristig doch dagegen entschieden, weil das doch dann irgendwie nicht so ganz dem Stil entspricht, wie es eigentlich so sprechen sollte. Also, Diddy Kong Racing sagte, yo, das wollen wir als Let's Play haben. Daumen nach oben. Sagte, nö. Dann Daumen nach unten. Sagte, mir ist es egal. Dann wüsst ihr Bescheid. Ne? Keine Bewertung. Also, schauen wir mal, wie das sein wird. Das ist hier die Eröffnungsstrecke. Das ist die Strecke, die eigentlich jeder fahren sollte, könnte, wie auch immer. Es gibt hier Items. Die Items sind in Luftballons dieses Mal. Die unterschiedlichen Farben der Luftballons bedeutet auch, was das überhaupt für ein Item ist. Blauer Luftballon heißt Turbo. Roter Luftballon heißt Angriff. Dann gibt es noch grüne Luftballons. Das sind Hindernisse. Pinke, also lila, es ist eher lila. Es ist eher lila. Lila, wenn du nicht driftest, kommt dir hier echt nicht um die Kurven. Auch so ein Punkt, der bemängelt worden ist. Also man kommt hier eigentlich fast nie um irgendwelche Kurven. Ja, also dann gibt es noch bunte Luftballons, das sind Magnete, da kommst du zum Gegner näher ran. Und die lilanen Pinken, wie auch immer, die sind zu Schutz da. So, das sah jetzt ein bisschen gekonnt aus. Klar ist das jetzt, das ist das erste Rennen. Das ist dieses klassische, mach mal erst Rennen und dann passt das schon irgendwie. Ja, aber genau das ist es. Also genau das ist es. Das erste Rennen und dann
Wenn du das nicht hinkriegst, dann hast du schon irgendwo so ein Problem. Genau so gehen wir auch dementsprechend weiter. Wir gehen einfach mit dem ersten Rennen weiter. Es gibt dann bei diesem Diddy Kong Racing, obwohl nein, bei Diddy Kong Racing grundsätzlich den Vorteil gegenüber Mario Kart, dass man hier verschiedene Mobile fährt. Also nicht nur das klassische Kart, sondern auch, wie ihr seht hier, das Luftkissenboot. Und dazu gibt es noch ein Flugzeug, das sehen wir auch dann noch gleich. Hier haben wir im Endeffekt fast alle Items, die da sind. Das Schutz-Item kann ich jetzt gleich auch mal nochmal zeigen. Diddy Kong Racing, auch einer der Spiele, die darauf basierend sein sollte, dass man unterschiedliche Fahrer nehmen sollte. Denn jeder Fahrer hat eine unterschiedliche Fähigkeit. Einige sind besser im Wasser, andere sind besser zur Luft, andere sind besser wiederum am Lande. So, auch nochmal das Pinke hier. Naja, lila, es ist ein Schutz-Item. Da können wir uns halt gegen Angriffe schützen für eine kurze Weile. Wir können theoretisch auch stacken, das heißt tendenziell, dass wir bestimmte Ballons in bestimmter Reihenfolge öfter einkriegen. Zum Beispiel grün. Dadurch ist das unser Item besser. Ja, also wir haben jetzt zwei Wasserkleckse, jetzt haben wir so eine Landmine. Sehr viel gekriegt. Jo. So kann man das im Endeffekt auch sagen. Jo. Ja, Diddy Kong Racing hatte ich auch wirklich mal überlegt, als Let's Play zu machen, habe aber dann gedacht so, lieber nicht, weil ich privat das noch nicht durchgespielt habe, tatsächlich nicht. In Skiddy habe ich das nicht 100% durchgespielt, ich habe den einfachen Modus noch nicht mal 100% durchgespielt. Die Rennen habe ich alle gespielt, das ist alles kein Ding, aber der Endgegner dieses Spiels, den hat irgendwie nicht hingekriegt, auch schwer. Weiß nicht warum, also tendenziell glaube ich eher, dass wirklich nicht leicht ist. Also ich habe schon bei anderen Let's Playern das gesehen, dass sie auch damit schon Probleme hatten. Also wenn du das Spiel wirklich nicht im Endeffekt zu 102% krass, ja, man muss es einfach sagen, 102%, dann ist vorbei. Also wenn du es besser als 102% kannst, dann hast du kein Problem mit diesem Spiel, dann kannst du es eigentlich super durchkommen. Eigentlich müssten wir hier bei 102% müsstest du auf dem leichten Modus, wir spielen ja aktuell den leichten Modus, müsstest du eigentlich alle überrunden können. Ja, das habe ich auch schon bei anderen Let's Playern gesehen, dass sie das auch wirklich können hier. Leichter Modus, kein Ding. Überrunden sie alle. So, jetzt haben wir das Ultimative. Das habt ihr jetzt gerade gesehen. Also man kann dreimal stacken. Das Ultimative ist im Endeffekt, dass man hier bei den Raketen 10 kleine Raketen hat. Also die einzelnen Raketen, die wir aus Nummer 1 kennen bereits. Wenn ich jetzt hier ein paar abschieße, man halt die Hälfte ab. Kann ich theoretisch mit einem roten Ballon wieder nachladen. So sieht's aus. Hat vielleicht so eine kleine Taktik, so von wegen, man kann bis runter auf 1 und dann wieder mit dem roten nachstecken, aber ja. Ist so eine Sache für sich, würde ich sagen. Ist so eine Sache. So, wir haben keinen überrundet. Wie gesagt, ich kann das Spiel auch nicht zu 102%. Ewigkeit noch nicht mehr gespielt. Wollte es euch mal zeigen. Vielleicht sagt ihr, das ist ein cooles Spiel. Vielleicht wollt ihr das von mir sehen. Weil dieses Mal so als Herausforderung, dieses Mal schaffst du das. Dieses Mal schaffst du auch den Endgegner dieses Spiels. Na, dann sagt ihr Daumen nach oben. Sagt ihr, ach komm. Wir haben schon die anderen Racing-Teile alle nicht gewollt. Warum sollten wir das jetzt machen? Ne? Kann ja auch sein. Dass ihr sagt so von wegen, nö, das muss jetzt nicht sein. Vielleicht sagt ihr auch grundsätzlich, andere Spiele des Adventskalenders war viel cooler. Ja, ihr wisst ja Bescheid, wie ihr euren Favoriten sozusagen nach oben votet, indem ihr halt Daumen nach oben geht. So, hier ärgern wir mal die anderen. Wir machen die Schranke nach oben. Jawohl, nein doch. Schade. Ein bisschen gehofft, dass er irgendwer dann nicht da lang kommt. Hier gibt es zwei verschiedene Wege. Wir gehen auch durch beide Wege. Sehr schön.
Eigentlich hätte ich gegen den Baum raten müssen, ne? Eigentlich war ich da im Baum drinne. Schon, ne? Sieht ja auch so, oder? Oder irre ich mich da? So, hier gibt es auch Wegweiser, da an den Seiten seht ihr die. Tendenziell kann man die auch ausschalten. Also, ich glaube, fast schon beim Let's Play das sogar machen, dass wir die ausschalten. Na, schade. Ich glaube, bei der dritten Runde bringt das mir nicht viel, dass ich die Brücke hoch mache. So, wir wollen den anderen Weg gehen. Das ist der hier, dann geht's nach unten. Dann kommt man hier besser aus der Kurve raus. Mit echten Klecks und zwei Söhne. Also eigentlich ein ganz, ganz schnickes Spiel. Man muss es einfach sagen, es ist ein schnickes Spiel. Na, aber damals haben die Leute das halt nicht gekauft, damals wollten die Leute das wahrscheinlich nicht. Wer weiß, ob das heute noch richtig geil wäre, weil du dir siehst und was weiß ich, noch Charaktere hinzufügen. Das hast du ja heutzutage bei Mario Kart. Eher so ein Verfechter der Spiele, die früher einfach, wo du die gekauft hast, die Spiele, und dann auch das ganze Spiel hattest. Und nicht irgendwie nur 30% des Spiels. Natürlich, du kannst ja Vorteile einkaufen, klar, das ist aber eine andere Geschichte, weißt du? Wenn du dir Vorteile kaufst, ist was anderes, als wenn du jetzt irgendwie sagst, so von wegen, Mensch, ich muss noch, damit ich das ganze Spiel haben kann, muss ich jetzt noch irgendwelche Sachen dazu kaufen. So, fahren wir mit dem Kart. Das ist nämlich beim normalen, Rennenmodus. Da kannst du auch theoretisch bei einigen Strecken auch andere Mobile nehmen. Ihr seht, also ich war mit dem Flugzeug am schnellsten hier auf dieser Strecke. Also von daher, man kann das hier beim Rennmodus ganz viel machen. Das Blöde dabei ist, das habe ich selbst nämlich auch schon ausprobiert, das waren mal eine Überlegung, als der gute Ruffy und der Flu hier waren, dass wir das zusammen spielen. Das Problem war einfach, dass bei diesem Spiel, oh Gott, der Multiplayer-Modus echt doof ist. Du kannst beim Multiplayer-Modus leider wirklich nur beim Windschatten gibt's auch nicht, das stimmt. So, Abkürzung. Mit der Uhr plötzlich Zweiter, so aus dem heiteren Nichts, weil wir eine Abkürzung genommen haben. Ja. Wie gesagt, das mit dem Fahren ist echt doof. Ich kann nämlich das mit dem Kart so. Wow. Du auch nicht. Mit dem Kart so gar nicht. Meine große Schwäche eigentlich im Endeffekt. So mit so einem Kart. Ne, das mit dem Board, kein Ding. Kann man auch gut fahren, aber das ist so eine Sache. Wahrscheinlich das, was auch die Entwickler damals gemeint haben, so von wegen. Ja, die Entwickler vielleicht, dass er deswegen auch nicht so durchgekriegt haben. Weil es vielleicht auch wirklich manchmal echt schwierig zu lenken ist. Definitiv. Ja, erst recht so. Ja. Aber er kann das auch nicht. Das ist die Hauptsache. Wären wir hier Sechster. Zwei können das nicht. Dann wären wir hier klang- und sanglos leicht sein. Also von daher, ihr seht, es ist nicht jetzt so eine Non-Player. Es ist jetzt definitiv keine Sache, wo wir sagen würden, so von wegen, ja, das schaffen wir ohne Probleme. Na, also es wird jetzt hier kein letzter, so ein langweiliges Let's Play, so von wegen, oh, da gewinnt doch eh alle Rennen. Ihr seht, nein, definitiv nicht. Gewinnen nicht alle Rennen. Einigen bin ich besser, anderen bin ich ein bisschen schlechter. Jetzt wieder Dritter. Ja, bremsen wir einfach mal, hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Bremsen wir einfach mal, hat überhaupt nichts gebracht. Ah, noch an der Ziellinie. Nein, Fünfter. Noch an der Ziellinie abgefangen, schade.
Also von daher, das wird definitiv kein Let's Play, wo man sagen müsste, von Mann, der schafft das schon alles easy peasy. Überhaupt nicht. Ihr habt's gesehen, also tendenziell können das auch nach hinten losgehen. Also von daher, das war der Vorschlag. Mal sehen. Diddy Kong Racing. Daumen nach oben, ihr wollt es sehen. Daumen nach unten, ihr wollt es nicht sehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.